Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Ich habe heute für euch, ja, und ich bin tatsächlich ein Fanboy, das muss man ehrlich sagen. Ich habe für euch tatsächlich heute etwas mitgebracht, und zwar das simpelste Auto, was wir derzeit eigentlich kaufen können im Bereich SUV. Den Dacia Duster SCE 115 Access 4x2. Ich hoffe, ich habe den richtigen ausgesprochen. Naja, nicht ganz. Aber okay, immerhin, ihr wisst, was ich meine. SCE 115 steht für den Antrieb, der hier unter der Haube ist. Und Access ist der Einstieg. Wunderbar. Und wir steigen jetzt ein in die Basisvariante des Dacia Duster. Viel Spaß. Es braucht durchaus Mut oder besser gesagt Überwindung, sich ein Fahrzeug zu kaufen für 10.490 Euro und dann auf Sachen wie Radio, Klimaanlage, elektrisch verstellbare Außenspiegel oder einfach nur eine besondere Optik zu verzichten. Und natürlich auch darauf zu verzichten, auf die Meinung anderer. Und solch ein Auto ist eben der Dacia Duster. Ja, ich lächle immer wieder, wenn ich in diesem Auto drinnen sitze. Es ist für mich einfach so ein Auto, ich entschleunige hier drinnen. Ich entschleunige wirklich, wirklich gut in dem Auto. Weil es gibt eigentlich auch nichts, was mir fehlt. Er bietet mit 115 PS aus 1,6 Liter Hubraum als Saugmotor schlicht und ergreifend genügend Leistung. Man muss den PIN einfach nur ein bisschen stärker durchtreten und das 5-Gang-Schaltgetriebe, was sich gut schalten lässt, ein wenig ordentlich sortieren. Ja, Verbrauch, 8 Liter. Auch nicht verkehrt. Platz für 5 Personen plus Gepäck. 11,9 Sekunden auf 100 für den es interessiert. Oder 172 Stundenkilometer Topspeed. Leichtgängige Lenkung, okay, wenig Feedback, aber das brauche ich auch nicht. Bremse, funktioniert, bremst gut, Druckpunkt sogar ordentlich, gibt schlimmere Bremsen im Bewerberumfeld. Tja, Bewerberumfeld, das ist auch immer so eine Geschichte. Was ist das Bewerberumfeld von einem Dacia Duster? Ich sehe da ehrlich gesagt keine wirklichen Bewerber, denn wer bietet denn tatsächlich einfach ein Auto, was mit einer Vollausstattung nicht über 22.000 Euro geht, als SUV? Dann mit Allrad und Diesel und Automatik. Okay, Diesel und Automatik. Allrad, Automatik, Diesel geht nicht. Aber nichtsdestotrotz, ob Allrad oder Diesel, nichtsdestotrotz, es gibt da draußen schlicht und ergreifend für meine Begriffe, für den Dacia Duster, keine Konkurrenz. Und er macht nichts schlecht. Er macht wirklich nichts schlecht. Das muss man ihm einfach mal lassen. Die Materialien, hey Leute, ja, es ist Hartplastik. Es ist gut zusammengesteckt. Es gibt keine unentgrateten Stellen von Hartkunststoffen, wo man sich wirklich wehtun könnte. Ja, es gibt auch genügend Möglichkeiten der Verbesserung. Aber das will man bei so einem Auto, glaube ich, gar nicht. Also ich würde es nicht haben wollen. Ich würde mir so ein Auto
durchaus zulegen, weil es einfach ist, robust ist. Hey, und es fährt echt gut. Es gibt wirklich nichts, was ich dem Auto hier anlasten kann, an negativen Punkten. Weiß nicht. Was ist denn eure Meinung da draußen zum Dacia Duster? Seid ihr denn schon mal gefahren, den Dacia Duster? Wenn ja, welche Antriebsvariante? Braucht man wirklich alles an Ausstattung? Sind wir so verwöhnt mittlerweile? Ich persönlich glaube ja tatsächlich, dass wir ein wenig verwöhnt sind. Und aus dem Grund, ja, sollten wir doch vielleicht des Öfteren mal so ein Auto hier fahren. Genau das mache ich jetzt auch. Ich habe jetzt noch ein bisschen Spaß. Ja, ich habe Spaß. Mit dem Dacia Duster SCE 115 4x2 Access. Dem günstigsten SUV, was man kaufen kann in Deutschland. Ja, also. Ich fahre jetzt noch ein bisschen und gebe euch dann nochmal mein Feedback. Bis dann. Während meine lieben YouTube-Blogger-Kollegen gerne mal richtig einen raushängen lassen im Sachen Sportwagenbereich und sich für immer mehr PS begeistern, begeistere ich mich für immer weniger. Liegt vielleicht daran, dass ich jetzt tatsächlich Papa bin, aber ich weiß es nicht, aber dennoch muss ich zugeben, das Ding hier, es tut mir tatsächlich irgendwie ein Lächeln immer wieder ins Gesicht treiben. Der Dacia Duster ist einfach ein solch ein grundehrlicher Typ, wie ich selber eigentlich einer bin. Ich sage euch schlicht und ergreifend ehrlich, was ich denke und schäme mich einfach nicht, solch ein Auto schlicht und ergreifend zu fahren. Nein, warum denn auch? So wie die meisten Leute da draußen sich ein solches Auto mit Stolz vor die Garage stellen und sagen, hey, ich pfeife auf das, was da draußen passiert. Ich pfeife auf das, was meine Kollegen oder Nachbarn sagen. Genau das passiert hier mit dem Dacia Duster. Und wer dann tatsächlich sogar sagt, hey, ich will einfach wirklich nicht viel Schnickschnack haben, es soll nichts großartig kaputt gehen. Und wenn das Auto einen Kratzer hat, hey, dann hat es einen Kratzer. Das ist nicht mein Problem, ich will einfach nur von A nach B kommen. Ja dann, Leute, ja dann. Dann seid ihr hier mit dem Dacia Duster SCE 115 Access einfach wirklich, wirklich gut bedient. Das Fahrzeug bietet alle möglichen Sicherheitsfeatures an, die es für den Dacia Duster gibt. Alles andere, was dazu kommt, sind reine Komfortfeatures. Ja, okay. Auch ich hätte gerne Klimaanlage. Ja, auch ich hätte gern ein Radio. Aber hey, mehr brauche ich nicht. Okay, doch noch. Elektrische Außenspiegel. Ja, und jetzt sehen wir auch schon, und doch, vielleicht hätte ich doch gern noch so eine Einparkhilfe. Naja, wie gesagt, nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, der Dacia Duster ist einfach so ein ehrlicher Typ, dass es wiederum Spaß macht, mit ihm zu fahren. Und die Basismotorisierung reicht. Und wenn man ehrlich ist, reicht schlicht und ergreifend das Basismodell vollkommen aus. Damit möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Falls ihr tatsächlich weiterhin ehrliche Videos sehen wollt, ehrliche Meinung und einfach auch einfache Autos, dann abonniert meinen Kanal. Gebt mir noch ein Like und die Glocke oben drauf, dass ihr nur natürlich immer auf dem neuesten Stand seid, was meine Videos betrifft. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und sage Tschüss und Servus vom Nürburgring, euer Ubi.